Hier würde ich nur stehlen. Zehntas, aber ich müsste... Nee, was zeigt er mir an? Anzeigen tut er mir eigentlich nur diesen Raum hier. Ich glaube, ich muss ihn nochmal suchen. Aber wo? Ich muss genau drauf achten, der ist echt so... Ist er hier hochgerannt? Es ist so schwer, ihn zu erkennen. Mr. Unsichtbar, Skyrim, whatever. Ja, Crisis als Skyrim. Wer bist du denn? Sieht man leider auch nicht. Ich springe jetzt hier einfach runter. Oh mein Gott. Oh Gott. Alles gut. Fahr zur Hölle. Was wollt ihr von mir? Er muss hier irgendwo sein. Da ist er. Fahr zur Hölle. Unsichtbarkeitszauber, mein Freund. Heb ihn auf. Ja, ich habe an einem neuen Unsichtbarkeitszauber gearbeitet. Und wie ihr seht, funktioniert er ganz gut. Wieso? Ja, erzählt ihm von Allswelt. Also, du hast da echt Scheiße gebaut. Ach, wirklich? Alle in der Stadt. Deswegen muss das ganze Geschrei vor ein paar Wochen gewesen sein. Ich fürchte, ich war in ein Experiment vertieft, das meine ganze Aufmerksamkeit erforderte. Wisst ihr, um die Wirksamkeit des Zaubers zu erhöhen, erreichte der Radius wahrscheinlich... Ach, schon gut. Ich will euch nicht langweilen. Sagt mir einfach, wie es umkehren lässt. Ihr könnt ihnen sagen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Die Wirkung ist nicht dauerhaft. Das sollte bald vergehen. Endlich? Naja, in ein oder zwei Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger. Man kann da nie sicher sein. Das ist das Aufregende an der Grundlagenforschung. Oh Gott. Sie können kein weiteres Jahr warten, mein Freund. Wirklich? Ich finde unsichtbar sein recht angenehm. Wenn mich damit alle in Ruhe lassen, ist mir das recht. Ja, letzte Woche habe ich einen Gegenzauber ausgearbeitet. Wenn ich ihn nur finden könnte. Ah, hier. Stellt euch in die Mitte der Stadt, damit ihr alle damit erreicht. Oh, und achtet darauf, dass... Ach, schon gut, das klappt schon. Boah, das hört sich nicht gut an. Unsichtbarkeitszauber. Das tut mir leid. Verwendet einfach die Schriftrolle zum Umkehren der Unsichtbarkeit, die ich euch gab. Okay, und die Umkehrung? Ja, lest einfach die Schriftrolle mitten in der Stadt. Ja. Das sollte funktionieren. Obwohl, sicherheitshalber solltet ihr diesen Ring tragen, während ihr den Zauber spricht. Die mache ich selbst. Sehr nützlich für diese Art von Studien. Nicht, dass ich glaube, dass irgendetwas schiefgehen würde. Schwere Nebenwirkungen sind äußerst unwahrscheinlich. Sicher! Sicher! Denkt daran, den Ring zu tragen, den ich euch gab, wenn ihr den Zauber sprecht. Nicht, dass ihr euch irgendwelche Sorgen machen solltet. Oh, ja, 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 ja. Lebt wohl. Ich allein nur... Um es auszuprobieren, ich speichere und mache es erst einmal ohne Ring. Ich will wissen, was passiert. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, kann ich einfach laden und dann den neuen Speicherstand haben, aber ich muss wissen, was passiert. Oh, er ist ein Vogel, ey. Ich hab da einfach so mal ein bisschen rumgezaubert. Das geht schon wieder weg in ein, zwei, ja. Halleluja, ey. Halleluja. Ich hätte ihn noch gar nicht... Stell dir vor, man hätte mir jetzt nicht auf den weiteren Dialog geklickt, dann hätte man den Ring gar nicht bekommen, hätte das gar nicht gewusst. Einfach, oh, mach mal da mit der Schriftrolle, das geht schon. Gut, dass ich auf die Idee gekommen bin, ihn zu fragen, ne? So. Mitten in der Mitte. Laut grünem Punkt wäre das auch ungefähr hier. So, erstmal speichern, weil wer weiß, was mit mir passiert, wenn ich den Ring jetzt nicht anziehe. Und als nächstes Untote vertreiben. Beguli, Bezauberung, ne. Unsichtbarkeit umkehren.
Ich habe die Schriftrolle benutzt, die mir Ankator gegeben hat. Und die Bewohner der Blockbierquelle sind wieder sichtbar. Diram Seruti wird mich wahrscheinlich zu einem Erfolg beglückwünschen wollen. Euer Glück hat Schaden erlitten. Okay. Oh! Okay, dann weiß man, was passiert. Also passiert eigentlich nur Bullshit, nichts wirklich Interessantes. Ziehen wir jetzt lieber den Ring dazu mit an. Ich dachte, es würde vielleicht irgendwas Cooles passieren, wie dass ich auch unsichtbar werde oder sowas. Und diesmal ist nichts passiert. Alles klar. Danke, vielen Dank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut es tut, mich selbst wieder sehen zu können. Meine Schwestern allerdings. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie unsichtbar blieben. Ach ja, Freund. Ihr seid jederzeit in der Herberge zum Bockbierquell willkommen. Kostenlos. Danke, da hat sich voll gelohnt. Wir haben ihn seit dieser Sache mit der Unsichtbarkeit nicht mehr gesehen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Im Westen, in Alt-Kolovia, da ist ein Mann noch ein Mann. Das ist die Goldküste, die Westebene und das kolovianische Hochland. Für euch immer kostenlos. Die Treppe hinauf, die erste Türe links. Immerhin, dann schlafen wir wenigstens auch eine Runde. Wir haben uns ja schon hart erarbeitet haben. Und erste Tür links hier. 24 Stunden ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So gute 11 Stunden Schlaf. Ihr träumt von jemandem, der friedlich in seinem Bett schläft, als ein hagerer Schatten lautlos ins Zimmer gleitet. Er nähert sich dem Bett, beugt sich über den Schlafenden und versenkt seine Reißzähne in dessen Hals. Nach einer Weile erhebt sich die blasse Figur. Das Kinn tropft vor Blut. Als die Farbe in dem Gesicht des Vampirs zurückkehrt und seine Züge sich wieder herausbilden, erkennt ihr euer eigenes Gesicht. Schreiend wacht ihr auf. Was? Wir haben irgendwie von Vampiren geträumt. Oh mein Gott! Wir sind ein Vampir. Wir wurden verdammt nochmal gebissen. Das auch irgendwo verzeichnet? Müsste eigentlich. Nierenwurz gefunden. Oh mein Gott! Scheiße! Man, das sieht hier direkt ganz leicht an meinen Augen, dass ich rote Augen habe, dass ich jetzt Vampir bin. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt wieder loswerden kann. Krass. Scheiße! Ich liebe das Spiel. Ah, der Retter von Aleswell. Was immer ihr braucht, ich stehe euch zu Diensten. Ah, lass gut sein. Kann ich dann vielleicht als Zauber bekommen oder so dafür? Auftrieb. Ergreifen, Bezauberung, na, geringe Bannung, nein. Kalte Berührung, nein. Sehr einfaches Schloss öffnen, nein. Nee, nicht wirklich. Ich dachte, man würde auch etwas bekommen, Leben entdecken. Ist es das hier? Kleine Macht, Jagdauge, Infra... Ich probier's einfach mal aus. Wow. Infravision für 30 Sekunden und Leben entdecken 100 Fuß in sich selbst. Okay, man kann dann also so ein bisschen herumgucken. Man sieht alles so durch Wände und so. Ey, das sieht richtig krass scheiße cool aus. Okay, das dauerhaft usen? Ja. Weiß noch nicht genau wofür, aber es wird schon vielleicht irgendeinen Sinn haben. Man kann da vielleicht gut durch in der Nacht sehen mit. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, ich bin auch irgendwie noch ein bisschen vergiftet oder cursed. Ich weiß nicht, ob man das glaubt. Dafür müsste ich eine Herberge oder beziehungsweise einen Tempel oder so aufrufen. Karte? Also aktive Mission. Ich habe gar keine aktive Mission. Hannibal möchte ich, dass ich nach Bruma Magie melde. Ich soll mich dorthin gehen. Ah ja, genau. Dann sind wir immerhin noch unterwegs. Boah, ist das ein komisches Bild mit diesem Blau, ey. Es ist echt komisch. Krasser Farbfilter. Fast wie Battlefield 3. Gut, das ist deutlich übertrieben, aber... Fast. Ich habe nur gesagt, fast.
Das Grün gefällt mir schon besser. Ist echt keine dunkle Nacht in dem Spiel, fällt mir auf, ne? Es ist, glaube ich, stockefinstere Nacht, aber es ist so gut wie kein bisschen dunkel. Schon ein bisschen übertrieben. Da darf ich nicht runterspringen, sonst zermatsche ich mir die Füße. Ist da unten nicht, glaube ich, sogar irgend so ein Schrein, wenn ich das richtig erkenne? Aber wir kommen ja so gut wie dran vorbei. Oh! Hey! Aua, ja. Oh. Sind auf jeden Fall Banditen. Zieh dein Schwert! Meinst du echt? Oh Gott, blocken. Und jetzt, wenn ihr auch schon sehen könnt, da ich das ein bisschen höher levelig bin, haben die Gegner nämlich jetzt auch schon sowas an wie Eisenstiefel und Brustharnische. Soll ich die Stahlstiefel mitnehmen? Ich weiß, ich will nicht noch mehr schwere Rüstung mit mir tragen. So, glaube ich, relativ viel wert wenigstens. Ich nehme sie mal mit. Und die Rüstung auch. Vielleicht kriege ich die los im Bruma. Guck dir, der ist nämlich auch eine Eisenrüstung an. Ey. Dummer. Dummer normaler Strauchdieb. Stahlbogen. Nicht unbedingt schwer, aber ein bisschen was wert. Ansonsten haben wir die hier, glaube ich, ausgeräuchert. Mehr oder weniger. Einfach auseinandergenommene braune Vase. Ein Sack mit Äpfeln und Kartoffeln und Reis. Uninteressant. Und dann könnte man hier natürlich nur reingehen. Nur kurz einen kleinen Blick reinwerfen. Ich will da jetzt echt nicht durchgehen. Nur mal kurz einen Blick reinwerfen. Hallo? Okay, relativ großer Dungeon mit Gegnern drin. Not today! Solange ich jetzt keine Quest habe, ich das nicht noch weiter aufhalten lassen. Für die Unsichtbar-Quest definitiv hat sich gelohnt, sich da aufhalten zu lassen. Ey, hier muss das irgendwo da hochgehen. Gut. Und wir sind jetzt natürlich Vampir geworden. Was definitiv nicht zu meinem Plan dazugehörte, aber okay. Kann ich eigentlich schon... Nee, kann ich nicht. Die Dingsinsel. Ich würde nämlich gern noch ein Add-on spielen nach der Magier-Quest, weil ich da wirklich Lust zu habe. Was war dieses Piepen? Ich glaube, es ist... wie heißt Raptor? Ja, Raptor müsste sein. Wie gesagt, ich würde gerne noch ein... Was leuchtet das so? Ein Add-on spielen von Oblivion nach der Magier-Quest und da hat Shivering Isle, was ich nie gespielt habe, ich es nie hatte, von einem besonderen Vorhersagen gezeigt, bestimmt ihr eure Schicksal. Möchtet ihr den Stern des Diebes zurichten? Nein, das bringt mir überhaupt nichts. Wir können den Stein des Magiers finden, aber ich weiß nicht, wo der ist. Und ich mag bei sowas auch ungern dann extra nachgucken. Ich suche meine Sachen gerne selbst. Oh Gott, was jetzt? Ach, ein Wolf. Blocken. Ein bisschen Blocken trainieren. Eigentlich ist es ja gar nicht gut, wenn ich trainiere, weil umso mehr Level ich bekomme, umso schwerer wird das Spiel. Ich habe auch schon geguckt, ob es da nicht vielleicht irgendwelche Alternativen zu gibt. Es gibt einen XP-Mod, wo man dann irgendwie so alternativ, so wie in jedem anderen Standard-RPG, pro Gegner und pro erledigte die Quest so XP bekommt. Nicht mehr so das Elder Scrolls Level-Up-System, wo man Sachen benutzen muss. Das mag ich eigentlich nicht. Also ich mag
das System von Elder Scrolls mag ich ganz gerne. Also ich mag auch das XP-System sehr gerne, weil es so der Standard ist. Das mag ich auch, aber ich finde, das ist gerade so einzigartig an Elder Scrolls, dass das Level-System halt nicht einfach so Experience Points mäßig ist. Oh Gott. Ja, schieß. Deswegen möchte ich das ungern ändern. Und ansonsten gibt es auch noch den Realism-Mod. Der entfernt, dass die Gegner mitleveln. Aber er macht das Spiel auch gleich deutlich schwerer. Steht zumindest in der Beschreibung. Und ich möchte auch ungern das Spiel-Balance völlig verändern. Also wird das Spiel echt komplett anders. Oh, der hat sich geheilt. Dann die Banditin zumindest. Die hält ganz schön was aus. Dietriche, Trank des Lebens, Zwergenpfeile. Ansonsten behalt den Müll. Oh, 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 oh. Okay, da kommt noch mehr. Sollte ich in die andere Richtung laufen? Oh, der haut mir richtig rein. Schnell mal zwischenspeichern, ey. Ja. Geblockt! Ja, da hat mein Skelett zugeschlagen. Dietrich mitnehmen. Nice. Vielleicht kurz mal eine Stunde warten, um seine Leben wieder aufzufüllen. Nicht, dass man hier einfach ohne Leben weiter marschiert. Das wäre nämlich nicht so klug. Und die Pilze kann man schon auch mitnehmen. Ich würde gerne über Teso sprechen, aber NDA. Die müssen echt endlich mal die NDA da. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie bei SWTOR so sein wird oder wie bei Final Fantasy 14. Das wäre noch extremer und dieses Hin und Her. Oh Gott, ey. Hat mich das aufgeregt. Erst, nein, ihr dürft keine Videos machen. Ja, ihr dürft Videos machen, aber ihr dürft keinerlei Werbung oder sonst was Geld damit verdienen. Ah, okay, jetzt dürft ihr es doch. Oh Gott, hat der mich aufgeregt damit. Ja, wobei SWTOR war es letztendlich so, dass die NDA bis, glaube ich, bis zum Release-Tag gegolten hat, mehr oder weniger. Und man halt nichts wirklich sehen konnte von dem Spiel, wenn ich mich nicht irre. Aber ich meine, ich habe Streams geschaut, oder? Sie ging nicht bis zum Spiel. Ich glaube, sie ging aber eine relativ lange Zeit und es gab auch sehr wenig Informationsquellen dann zum Ende hin. So was so Guides angeht und was so Sachen angeht, wie das Spiel funktioniert, wo man was findet und so, das gab's alles dann im Internet noch nicht. Und das zum Teil auch, weil die NDA relativ lange ging. Also ich weiß noch, dass ich Beta gespielt habe und da war auf jeden Fall noch NDA. Alter! 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 Der macht mich kaputt! Der macht mich kaputt! Wow, er buggt ohne Ende. Und ich brauche ein bisschen Support. Alter, wie der zuhaut. Alter, blocken gegen den ist ganz dumme, verdammte dumme Kackidee. Oh, wow. Lol, er hat mich umgehauen. Das ist ein heftiger Wolf. Ich hatte sogar volles Leben, ey. Boah. Ich darf gegen ihn nicht blocken. Ich muss da voll drauf bratzen, ey. Blocken bringt bei dem gar nichts. Der stößt mich sofort um. Dafür habe ich einfach zu wenig Blockfähigkeit, glaube ich. Ja. Schild hoch. Skelett. Kommt, glaube ich, noch. Okay, Skelett darf bleiben. Aber Skelett kommt gleich nochmal wieder. Aber die können auch Schild nochmal neu erneuern. Ich kann, ohne dass ich im Kampf bin, oder was? Einfach die Sachen hier spammen. Wo bleibt er denn dieses Mal? War er so weit oben?
Scheint so. Dann müssen wir rechts hoch. Ah ja, stimmt. Es wurde hier gerade. Ah, stimmt. Die Landschaft hat sich gerade so verändert. Hier ist die Musik weg. Ist dem Ganzen irgendwie da vorne ist. Und jetzt voll Kracho drauf da. Boah, kommt der schnell auf ihn zu, ey. Boah, der. Seht ihr das, ey? Der haut mich nur einmal und staggert mich sofort. Alter, ist der heftig. Scheiß die Mann, dann ist der heftig. Weißt du, warum man die Fast Travel verwendet, damit man nicht gewone-shottet wird? Also gut, gewone-shottet ist übertrieben. Wow, ist auf einmal Nebel, ey. Das war eigentlich, was ich installieren wollte. So mehr Wetter. Aber da hat mein Oblivion dann voll angefangen rumzubuggen, deswegen. Wie gesagt, mit Mods kann man sich das Spiel auch schnell kaputt machen, deswegen reichen mir die Mods, die ich jetzt installiert habe. Boah, ich kann 2 Meter weit gucken, das ist heftig. Oh Gott, das ist noch so ein Wolf, glaube ich. Ey, die sind unlustig. Speichern. Okay, deutlich besser geregelt den. Bin ich auch deutlich besser vorbereitet auf den. Ich glaube, das ist ja so die Schneefähigkeit. Okay, dann das Spiel ist ja doch noch etwas abwechslungsreicher. Hätte ich schon ja fast vergessen, dass hier auch noch so Schneelandschaften kommen. Man muss sich nur ein bisschen wegbewegen von der Mitte, die wirklich sehr. Bin ich mal gespannt, wie sie das in Elder Scrolls Online auch umsetzen werden. Ob das auch nur so grüne Wiese sein wird oder ob sie da auch halt diese Schneelandschaft hier zum Beispiel reinpacken werden, die nördlich ist. Was ja auch schon leicht zu Skyrim reingeht. Das ist hier schon da. Skyrim, da ist die Grenze zu Morrowind. Bin ich mal gespannt. Boah, ich bin auch so gespannt auf den nächsten Elder Scrolls Offline-Teil. Ich bin echt interessiert, was sie da raushauen werden, wer das als nächstes kommt. Boma, okay. Ich weiß gar nicht, wo es da hingehen soll. Oh, ist das diesig, ey. Ich sehe nichts. Die Musik ist nicht da. Das Spiel wird dann schon fast unheimlich. Also jetzt gilt das irgendwie nicht, oder? Doch. Okay. Das ist nice. Genau, so ein bisschen natürlich Bug-Using, mehr oder weniger. Hallo. Was ist denn das für ein Pferd? Das ist aber nicht meins, ne? Nee. Und schon sagen, kann ich da einfach aussteigen und wegreiten? Ah, Bruma ist eine diese Wünsche Stadt, wo ich auch schon mal war. Das ist, wie gesagt, die nördlichste Stadt und deswegen auch so ein bisschen Skyrim angehaucht, so ein bisschen nordmäßig. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein Teil der Magier-Gilde, wo wir uns auch damals schon, oh, was war das? Wo wir uns damals schon einen Teil abgeholt haben, eine Beglaubigung. Da werden wir uns das nächste Mal dann, weiter aufmachen. Ich muss jetzt auf jeden Fall jetzt mal, denke ich, langsam schlafen. Es ist schon echt verdammt spät. 3 Uhr nachts oder so ein Bullshit. Ja, gleich 3:30. Fuck my life. Gut, es ist Wochenende. Drauf geschissen. Zocken macht einfach Spaß. Ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich fand die unsichtbare Quest war echt cool. Und mal gucken, wie es noch weitergeht. Bis dann.